Wir haben herausgefunden, Platt in Hamburg hat Regeln. Platt in Hamburg taugt für schöne Literatur. Es geht also immer darum, das Plattdeutsch in Hamburg ist besonders, weil es eben in der Stadt ist. Natürlich ist es unterschiedlich, ob ich in Blankenese die Leute frage oder in Billstedt, ob ich junge Leute frage, alte Leute frage, aber positiv wird es grundsätzlich gesehen. Generell positiv wird auch gesehen, dass ein Drittel aller Jugendlichen, also unter 17, Plattdeutsch nicht uncool findet. Es ist jetzt interessant zu sehen, mit welcher Art von Platt Sie im Gepäck den Weg in die Politik gehen, Frau Ehlers. Also vielleicht gehe ich nochmal zurück. Ich bin mit Plattdeutsch und Hochdeutsch aufgewachsen. Also meine Mutter hat mit uns jemals Platt schnackt und mein Vater Hochdeutsch. Ich wollte niemand mit Plattdeutsch mobben. Wer überhaupt kein Frauch. Er hat ganz, ganz anders mobbt. Aber das finde ich nicht immer anders als ihn denkt, nur arbeite ich sieht über Time Jahr ähnlich bloß noch für Platt. Und das ist mir aber so wichtig, dass ich mich dafür insetzen will und was tun will, dass das wieder geht mit Plattdeutsch. Arbeiten tue ich nur in der Sprachpolitik. Das heißt, das gibt den Bundesrat für Niederdeutsch. Der steht in für all die Menschen, die Platt schnackt, die Platt lernen will, in 8 Bundesländer, in denen die Sprach über die Charta schult ist. Das heißt aber der europäische Sprachencharta. Du hast wie nach Chlor Hamburg, den hast wie Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und noch der bürgerste Deal von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Das ist ähnlich das, wo überall die Länder hat gesagt, hier bei uns ist Platt, hört dort hoch, ist ein von den Sprachen, die wirklich stört und stöhnen braucht. Und die Länder hat Pflichten übernommen, um dafür zu sorgen, dass das mit dem Sprach wieder geht. Und ich arbeite im Niederdeutsch-Sekretariat, da tät ich gehe den Bundesrat für Niederdeutsch stütt, dass wir ein bisschen Arbeit machen können, dass wir instauen können für alle Plattschnackers. Wie bucht das, dass in der Politik sagt, das ist so wichtig, wie wir Strukturen abbauen, wie wir das möglich machen, dass die Leute wie uns die Chance haben, Platt zu lernen, Platt allerwegens zu bucken, dass sie das hören können, lesen können. Dort sind die Länder für zuständig. Das heißt, das Land Hamburg hat ganz klar gesagt, was sie tun will, um die Sprache in den Arm zu kriegen. Und uns Aufgabe ist nur zu kicken, macht Hamburg da Druck. Dort so auch dafür in, was sie gesagt hat. Wenn ich das also sage, aus uns Sicht, seit Hamburg empfällt zu wenig. Das heißt, Hamburg zum Beispiel wäre das erste Bundesland, das sich auf dem Weltmarkt hält und das Schulfach Plattdeutsch inrichtet. Ganz weit führen, ganz klar. Ne? Das hat ähnlich ganz viel von den Ländern gesagt, ja, das ist möglich, Platt als Schulfach zu machen. Umset hat das mit nur noch kein Ehen. Und dann hat Hamburg das aber geschafft. Und wirklich einen guten Weg gehen und wenn ein Land das erstmal gut probiert, können sich andere Länder auch auf dem Weg machen. Aber seitdem ist auch nicht so viel passiert. Da sind andere Länder wieder. Die Hamburg aber heute hat. Also, wie dort zum Betten zwischen der Politik, die wirklich entscheidet und die Strukturen schaffen könnt, Antworten machen könnt und die Sprengers. Was sind euch jetzt für Themen? Was ist wichtig? Also, mein Platt ist nicht mehr das, was das mal wäre. Oder Platt ist nicht mehr für mich das, was das auch mal wäre. Klar, Familiensprache ist das Blam. Mit meiner Familie geht das auch wieder. Das ist für dich nicht mehr das, was wie mit uns Mutterschnack, nicht das würdige Platt. Das ist einfach in anderer Platt und fühlt sich auch anders an. Aber da geht das um den Utbau von der Sprache. Das hat viele Wörter, die wie normalerweise, wir sind ja voll. Wie habt ihr das hochdeutsche Wort oder das Engelsche? Das liegt ja hier, das könnt ihr doch uns einfach nehmen und inbohren wir uns. Würden wir vielleicht auch tun, wenn wir Tuhus uns innerholt. Aber ich rede, wenn wir in Düsseldorf da hören, dann hätten wir einfach einen anderen Opgorf. Ihr habt eine Kampagne auf dem Weg bräucht, die hier Funklok stoppen. Die sind sehr gut lacht worden, aber das ist das, wo wir hin will, das ist ein eigen Hörfunksender auf Platt. Die Fähren, wenn ich so bloß Platt sind. So ist hier ein anderer Sender auch, wo ich eins finde. Das Land Schleswig-Holstein gibt nur Geld für eine plattdeutsche Medienplattform. Plattradio. Schall losgehen, da habt ihr das hinkriegen, da du Lüt werden, die Idee gut gefunden und die Geld geben habt. Dit Jahr noch geht das los. Erstmal mit ein Stunden am Dach. Aber eben ganz normale, da habt ihr die Nachrichten, da habt ihr Berichten, was in der Politik, in der Wirtschaft passiert, hier in der Region, aber auch auf der hele Welt.
Und Musik dort, das hätte ein dünn, aber sag ich mal von dat, wo wir nachher wirklich hin will, wenn wir das große Ganze habt. Und wenn noch was an Plattisch weggenommen worden ist, was das mal gäbe, Plattische Gottesdiensten, dann fanden vielleicht der ein oder andere das schaut, aber wo so sind doch nicht die Lüt und secht und Schriftbreben und Leserbreben und wart Lut und secht, wie gut das, wie wild das, ne? Das ist mir wichtig, das hört dort to.